Ja, servus Leute zu einem neuen Video, in dem ich einfach mal Danke sagen möchte. Viele wissen ja, dass ich unter meinen Videos sogenannte Affiliate-Links drunter habe zu Amazon. Und wenn ihr darüber etwas kauft, steigt bei euch nicht der Preis, aber ich bekomme eine Provision von Amazon. Und da hat sich mittlerweile so viel Guthaben zusammengesammelt, dass ich eine Auszahlung bekommen habe und habe mir etwas für die Dorfgarage gekauft. Ich muss sagen, ich habe lange überlegt, was ich mir kaufe, ob ich mir Werkzeug kaufe oder Kameraequipment. Und da ich werkzeugmäßig nicht wirklich akut was brauche, habe ich mir gedacht, weißt du was, du hast eh so blödes Licht hier unten, holst du dir einen Lampenschirm. Aber dann habe ich gesehen, dass es diese LED-Röhren im Angebot gab. Und ich habe ja hier oben schon eine kleine Röhre hängen. Und das Blöde ist, dass die Röhre summt. Und deswegen habe ich die normalerweise bei Videos nicht an, weil das im Video einfach nur nervt. Das heißt, ich habe mir hier eine LED-Röhre geholt und der Lampenschirm quasi wäre dann überflüssig gewesen. Daher habe ich mir jetzt was anderes Cooles gekauft. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich beim Film immer nervt, ist, wenn ich die Kamera in der Hand habe und alles ist verwackelt oder irgendwas ist nicht im Bild. Und jetzt habe ich mir was Cooles besorgt. Einen sogenannten Gimbal oder eine Steadicam, ich weiß nicht genau wie das heißt, aber es ist ein elektronisches Produkt und egal wie ich mich bewege, die Kamera bleibt am gleichen Fleck und das Bild ist nicht verwackelt. Ich kann selber die Kamera so auch nochmal drehen. Und ja, die gab es zu Weihnachten relativ günstig und daher habe ich mir gedacht, weißt du was, das ist doch perfekt für Szenen, die du mit der Hand zeigen willst, um ein schönes Bild zu erzeugen, dass es halt einfach gut fürs Video ist. Und daher sage ich an dieser Stelle vielen Dank an euch. Ihr habt dieses Produkt quasi unterstützt, ihr habt mich dabei supportet. Ich kann dadurch bessere Videos machen und ich bin total happy. Ja, und so sieht das Ganze in Action aus. Also ihr wisst ja, im letzten Video habe ich mein Fahrrad auf Tubeless umgebaut. Und jetzt ist es wohl so, dass sich bei meinem Vorderreifen das Tubeless-Band verabschiedet hat. Man sieht es hier, wie sich das abgestreift hat. Und hier auf der Unterseite ist die Speiche offen und da kommt die Luft raus. Das heißt, hier muss ich das Felgenband erneuern. Aber ist toll, dann gibt es ein kleines Nachtragvideo zu meinem letzten Video. Und ich konnte auch mal meinen Steadicam oder meinen Gimbal, wie auch immer das Ding heißt, testen. Das war's auch schon. Vielen Dank für über 890 Abos. Es werden jeden Tag mehr, das freut mich auch sehr. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dann, macht's gut. Ciao.